Und jetzt passiert was, was mir in den ersten 2 Jahren im Profisport extremst aufgestoßen ist, was viele von euch kennen. Man kennt es aus der Sportwissenschaft oder aus vielen Dingen, die man so gelernt hat in Fortbildungen, dass ein Trainingsprogramm oder ein bestimmter adaptiver Stimulus, ein Trainingsreiz zu einem Resultat führt, zu einem bestimmten Resultat. Ich setze also einen Maximalkrafttrainingsreiz, der führt zu einem Maximalkrafttrainingsresultat. Input gleich Output. Und jeder von euch, der viel Praxiserfahrung gesammelt hat, weiß, dass das nicht so ist. Der weiß, dass das nicht so ist. Der weiß, dass das gleiche Trainingsprogramm beim gleichen Individuum einmal zu positiven Resultaten führen kann und einmal zu negativen Resultaten. Einmal führt der Stressor zu einer Anpassung, einmal führt dieser gleiche exakte Stressor nicht zu einer Anpassung. Das heißt, diese Newton-Mechanik funktioniert hier vielleicht ja gar nicht. Da muss noch irgendwas dazwischen sein. Ein Faktor, den es bei Maschinen nicht gibt. Das ist das adaptive Reservoir. Das adaptive Reservoir ist etwas, was relativ abstrakt und schwer zu greifen ist am Anfang. Ein Beispiel habe ich für euch, was für mich sehr, sehr einleuchtend war. Vielleicht auch, weil ich ein riesiger Fan von Ameisen bin. Dieses Beispiel kommt aus der Ameisenwelt. Ein Ameisenbau ist in 3 Leveln organisiert. Das unterste Level, ganz tief unten drin, ist die Königin mit Arbeiterinnen, die die Königin versorgen. Das oberste Level des Ameisenbaus sind Soldatinnen und Arbeiterinnen, die oben an der Oberfläche wuseln und auch Essen ranholen. Food Foragers, die holen Essen und bringen es zur Königin. Das mittlere Level eines Ameisenbaus, und das sind quantitativ ungefähr 30-40% aller Ameisen dieses Ameisenbaus. Wisst ihr, was die machen? Nichts. Die machen nichts. Die machen rein gar nichts. Bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand wie ich Gedanken verloren durch den Wald streicht, vom Ameisenbau ein bisschen wegtritt und dann sagen sie, okay, jetzt, das ist unsere Stunde jetzt. Dann kommen die rauf. Nachdem dieser äußere Stress oder dieser Stressfaktor Gerrit Tritt dagegen gekommen ist, kommen die hoch, reparieren und machen den Ameisenbau an dieser Stelle stärker. Das ist unser Immunsystem. Das macht das Gleiche. Im besten Fall macht unser Immunsystem nichts. Das ist unser hormonelles System. Ein großer Teil der steroidalen Hormone, der Testosteronhormone, sind dafür da, erstmal nichts zu tun, bis sie gebraucht werden. Als Reservoir. Das sind die, die uns besser machen. Das ist das, das hier in der Mitte, ist das, was uns als Mensch, als Organismus von einer Maschine komplett, prinzipiell im Fundament unterscheidet. Wenn ihr euer Auto jeden Montag 6x200 Meter Ausfahrt, ihr macht also 6x200 Meter Sprints mit eurem Auto, jeden Montag. Und das macht ihr für Monate. Und dann macht ihr einen Retest, ob er mehr PS bekommen hat, euer Wagen. Keiner von uns würde ansatzweise glauben, dass er mehr PS bekommen hat. Aber es ist ja spannend, weil wir haben einen Stressfaktor ausgelöst. Bei Menschen, es wird besser. Maschinen sind anders. Maschinen funktionieren so, dass sie bei Stressfaktoren immer schlechter werden. Maschinen haben keine Chance, auf Stress mit einer positiven Anpassung reagieren zu können. Stress macht mechanistische Systeme schlechter. Der Mensch ist ein organisches System und dieses adaptive Reservoir, das ist das, was dazwischen steht und gibt uns die Möglichkeit, durch Stress besser zu werden, wenn wir dieses Reservoir haben. Und ein großer Teil dieser Anpassungsfähigkeit, dieser Adaptability, ist genau dieses Modell auf dem Schirm zu haben, als Coach, als Athlet, als Organisation. Schau, viele Dinge in der Medizin. Wenn wir uns überlegen, Stress macht eine Maschine schlechter. Ja, ich fahre mein Auto aus, wird schlechter. Je mehr Kilometer, desto weniger wert. Dann macht es auch medizinisch, wenn ich so darüber nachdenke, total Sinn, einem Patienten mit Knieproblemen zu sagen, lauf nicht so viel oder ruh dich aus oder Ruhe ist die Antwort. Aber mit der organischen Sichtweise, mit der Sichtweise des adaptiven Reservoirs, macht das überhaupt keinen Sinn. Dieses kognitive Bias, was Nick eben erwähnt hat, mit den Hamstring-Injuries. Das ist das, genau das. Das Modell Mensch als Maschine hat sehr lange sehr, sehr gut funktioniert, aber es ist nicht ausreichend, um athletische Performance zu erklären. Wir brauchen ein neues Modell dafür, das ist das organische Modell. Evolution ist das System, das beste System, was wir kennen, um die Dinge, die scheiße sind, rauszufiltern und die Dinge, die gut sind, weiterzubehalten. So, und jetzt hat die Evolution sich an irgendeinem Punkt dazu entwickelt, dass ein Lebewesen Fortpflanzung, Nahrungssuche und die Fähigkeit, sich zu verteidigen, aufgegeben hat,
um komplett wehrlos irgendwo zu liegen. Das war ein evolutionärer Vorteil. Da scheint irgendwas ziemlich Wichtiges dran zu sein. Und es sind vor allem zwei Dinge. Einerseits regeneriert Schlaf unsere Physis. Ja, wenn wir nur eine Woche schlafen, haben wir die Dosis an Testosteron und Wachstumshormonen, was auf dem Schwarzmarkt richtig viel Kohle kosten würde. Wir wissen aus Untersuchungen, dass wenn ein Mensch anstatt 9 Stunden nur 5 Stunden schläft, für nur eine Woche, dass sein Testosteronspiegel so weit sinkt, als wenn er 10 Jahre älter geworden ist. Das ist das Stressreservoir, das ist das adaptive Reservoir, was uns ermöglicht, überhaupt Fortschritte zu bekommen. Wachstumshormon, Testosteron, aber andererseits psychische Regeneration. Psychische Regeneration. Ich erkläre es oft als, hey, stellt euch euer Zimmer vor, der ganze Boden ist verteilt mit roten, pinken, blauen, grünen Socken. Im Schlaf passiert nichts anderes als, die Grünen kommen zu den grünen Socken, die Blauen zu den Blauen, die Roten zu den Roten. Wenn Nick über kognitive Biases spricht und Struktur im Denken, das Erste, was verloren geht, wenn wir nicht schlafen, ist Struktur im Denken. Klarheit, das ist weg. Wer von euch schon mit Alkoholikern gearbeitet hat, weiß, dass da klares Denken sehr, sehr schwer wird, weil Alkohol die Traumphase reduziert, die dafür verantwortlich ist, genau diese Strukturen, diese Ordnung reinzubringen. Es bringt Ordnung in Bewegung rein. Wir wissen, wenn wir Mäuse beobachten, wie sie durch ein Labyrinth versuchen zu rennen und sie versuchen, die Lösung für dieses Problem Labyrinth zu bekommen, dann sind bestimmte Gehirnmuster in ihrem Gehirn aktiv, die wir abgreifen können. Die haben dann vielleicht eine Frequenz von beep, 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 während die durch dieses Labyrinth rennen. Wenn wir die Mäuse jetzt schlafen lassen und weiter die Gehirnfrequenz beobachten, sehen wir das gleiche Muster in 9-facher Geschwindigkeit. Und bei Menschen auch. Wenn du Piano übst und du hast ein Stück, woran du strugglest, du übst es, kannst du noch nicht ganz, schläfst du und dann wiederholt dein Gehirn dieses Muster in 9-facher Geschwindigkeit. Es testet Dinge, die funktionieren, und Dinge, die nicht funktionieren. Träumen ist eine Simulation der Realität. Und am Ende wachen wir auf und haben die bessere Option. Wir können am nächsten Morgen Matheaufgaben besser lösen als am Abend vorher. Wir können am nächsten Morgen Piano spielen besser als am Abend vorher. Wir werden durch Schlaf besser. Es ist nicht einfach nur Pause und nichts tun. Wir werden besser. Und bei Spielerverfügbarkeit, das Erste, was wir tun sollten, das Erste, was ich immer versuche zu tun, ist einfach ein Injury Report drauf zu bekommen. Erstmal eine Zahl drauf zu bekommen, welche Verletzungen haben wir eigentlich gerade, wie viele haben wir, welche Arten der Verletzungen kosten uns im Schnitt, wie viele Ausfalltage. Wo haben wir den größten Impact an Verletzungen? Wo ist der größte Injury Impact? Und da können wir dann anfangen zu handeln. Das zweite im Bereich Availability, Spielerverfügbarkeit, ist eine Bewegungseffizienzanalyse, wie gut bewegt der Athlet sich, aber dabei vor allem der Fokus auf, was kann er? Nicht, was kann er nicht, das interessiert mich erstmal nicht, sondern was kann er? Welche Fähigkeiten präsentiert er mir, wo wir sofort loslegen können, wo wir sofort Gas geben können? Kann er sprinten? Okay, gut, dann ist Sprinten schon mal ein Mittel, mit dem wir trainieren können. Kann er Kniebeugen? Okay, das ist schon mal ein Mittel, mit dem wir arbeiten können. Ich habe selber den Fehler begangen, dass ich mich zu früh darauf fokussiert habe, was kann er nicht? Ich habe mich darauf fokussiert, was kann er nicht? Oh, wie fixen wir das? Wie können wir die Knöchelbeweglichkeit? Jeez, nein. Das ist erstmal überhaupt nicht relevant. Spannenderweise ist, wenn man sich auf das fokussiert, was der Athlet kann, was er uns präsentiert, wo ich grüne Ampeln habe, aus dem Bewegungstest kann ich ja ableiten, welche Bewegungen, welche Mittel des Trainings sind mir verfügbar. Da, wo er grüne Ampeln hat, da lege ich erstmal los. Und das Spannende, was dann passiert ist, nach ein paar Monaten lösen sich vielleicht auch die Dinge, die er nicht konnte, einfach auf. Wenn ich das Training auf eine Art und Weise gemacht habe, wo der Athlet sich entfalten konnte. Wenn ich natürlich exakt vorgebe, wie er sich zu bewegen hat, wird das nicht passieren. Aber wenn es eine Spielform ist, in der er sich entfalten kann innerhalb seiner grünen Ampeln, innerhalb der Bewegungseffizienzmöglichkeiten, die er mir bietet, sind viele von den Dingen, die vorher vielleicht ein Problem waren oder eine Dysfunktion, vielleicht schon weg. Und das ist auch psychologisch ein ganz wichtiger Faktor. Erstmal da anzufangen, was er kann, und da legen wir los. Da holen wir uns das Potenzial raus. Viele Dinge können wir nicht. Ich kann 1000 Dinge nicht. Alle können 1000 Dinge nicht. Aber das ist sehr müßig, da die ganze Zeit drüber nachzudenken. Wollen wir darüber nachdenken? Ja, auf jeden Fall. Kommunikation, Tool Nummer 4. Kommunikation zwischen Arzt, Physiotherapeut und Coach. Und da ist eine Sache ganz im Vordergrund. Und das ist dieses Konzept Empathie. Und wo liegt die Verantwortung für diesen Menschen?
Wenn du als Trainer in einem Team bist, hast du eine bestimmte Verantwortung. Wenn bestimmte Dinge in dem Team nicht funktionieren, dann ziehe ich dich zur Verantwortung. Wenn du Athletiktrainer bist, dann ziehe ich dich zur Verantwortung als Sportdirektor oder als Investor oder auch als Freund eines Athletiktrainers, ziehe ich dich zur Verantwortung, wenn die Spieler nicht fit sind, wenn die nicht sprinten können, etc. Wenn die schnell sind, nicht ausdauernd. Dann sage ich, hey Thilo, warum sind die Spieler nicht ausdauernd, warum sind sie nicht schnell? Das heißt, dein Driver aus deinem Umfeld generiert, dein Driver, deine Verantwortung liegt in dem Spektrum Richtung Performance. Du suchst also nach Dingen, die die Leistungsfähigkeit optimieren. Du gräbst jedes kleinste Detail aus, was möglicherweise die Leistungsfähigkeit optimiert. Jedes kleinste Detail. Die Risiken hast du im Hinterkopf, aber die sind nur im Hinterkopf. Ein Arzt auf der anderen Seite, und ich bin Mediziner, ich habe die komplette Ausbildung durchlaufen und weiß, wie man aufwächst in diesem Umfeld Arzt. Ein Arzt hat ganz andere Verantwortung. Ein Arzt hat primär juristische Verantwortung. Er hat gesellschaftliche Verantwortung, die nichts mit dem Teil des Spektrums zu tun haben. Die haben nichts mit dem Spektrum Leistungsfähigkeit zu tun, sondern die haben mit dem Spektrum Risikovermeidung zu tun. Und wie so oft in der Synthese von verschiedenen Dingen sind natürlich beide Enden des Spektrums wichtig. Aber wenn wir das verpassen, wenn der Arzt keine Empathie dafür hat, dass sein Driver, das, was ihn in seinem Job hält, was ihm das Brot bezahlt, Performance ist, und wenn der Athletiktrainer kein Verständnis dafür hat, dass das, was ihm das Brot bezahlt und jetzt mal negativ formuliert seinen Arsch rettet, ist Risikovermeidung, dann streiten wir uns. Da ich beide Perspektiven kenne, kann ich, und das sind jetzt Athletiktrainer hier, ich würde einem Arzt das Gegenteil empfehlen. Dem Arzt würde ich sagen, die sollen mal bei euch reinschauen. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Chance habt, geht zum Teamarzt, am besten zu eurem Teamarzt oder zu irgendeinem Sportarzt und sagt, hey, ich will mal die Fliege an der Wand sein für 2 Tage bei dir. Ich will alles, was du machst und erlebst, mitbekommen. Ich will sehen, wie du operierst. Ich will das aufsaugen, diese Atmosphäre, die Kommunikation in so einem OP-Saal, die Drücke, die dort herrschen, die Schwestern. Ich will erleben, wie die mit dir reden. Ich will erleben, wie dein Chefarzt mit dir redet. Die Drücke, die dort herrschen. Ich will das erleben, ich will das aufsaugen. Ich will verstehen, warum, wenn du nach dem Feierabend zu uns in die Kabine kommst, warum Nick hat viel über die Brille geredet, mit der wir die Welt sehen. Ich will deine Welt verstehen. Ich will die Welt durch deine Brille sehen. Und genau das Gleiche würde ich auch einem Arzt empfehlen. Geh zum Athletiktraining, mach das Krafttraining mit. Guck, was ihn beschäftigt, was treibt ihn. Leistungsoptimierung, das ist alles, worum es geht. Diese Empathie ist der absolute Schlüssel für die Kommunikation. Dann können wir anfangen, über Return to Game zu sprechen. Und hier ein einfaches Beispiel, was so im ersten Jahr der Umsetzung in einem Club im Bereich Return to Game von uns immer installiert wird. Einfaches Whiteboard. Welche Spieler haben wir? Oben rechts. Links, welche Nachwuchsspieler haben wir als Reserve? Welche Spieler kommen noch in die Nazio oder müssen wir für die Nationalmannschaft einplanen? Und dann hier unten. Mehrere Kategorien. Erste Kategorie, ich hoffe, wir können das gut sehen. Erste Kategorie, questionable, also Fragezeichen. Der kann nicht am Wettkampf oder Spiel teilnehmen. Wir wissen aber noch nicht warum. Konkret, wir haben noch keine Diagnose. Dann schieben wir also dieses Whiteboard-Marker in questionable. Nächster Schritt, Arzt, Diagnose. Wenn wir die Diagnose haben, hier DX, wenn wir die Diagnose haben, dann ist er in der Phase Hospital, also Krankenhaus. Und dann gehen wir durch verschiedene Schritte, um in den Return to Life, Return to Training, Return to Sport, Return to Practice, Return to Competition, Return to Game zu bringen. Und wie wir das managen, dass wir dann Überblick haben, der Athlet, sobald er aus dem Krankenhaus in den Trainingsprozess wieder reinkommt, bekommt eine Karte. Das ist eine Faltkarte, DIN A5, mit seinem Namen und dass er freigegeben ist für Return to Game Training mit Unterschrift vom Arzt, vorne drauf. Und jede einzelne Stufe wird, der Athlet hat die Karte immer bei sich, jede einzelne Stufe wird abgehakt. Return to Sport, der Reha-Therapeut, ich will, dass er sein Okay gegeben hat, genauso der Physiotherapeut. Return to Play, Physio und Performance Coach. Return to Competition, Physio und Performance Coach. Return to Game, Physio, Performance Coach mit dem Head Coach natürlich zusammen. I am ready to play. Und das ist das Entscheidende. Das muss der Athlet selber machen. Das entscheidet der Athlet selber. Wir haben Protokolle entwickelt für Dinge, die wir immer wieder konfrontiert haben. Wir haben uns analysiert, was sind die Dinge, die uns zu den häufigsten Ausfallzeiten führen. Das sind nicht immer nur Muskelverletzungen, sondern das sind Muskelverletzungen, ja. Aber es sind Gehirnerschütterungen. Das sind Dinge wie Erkältung, Grippe, Durchfall und halt auch die Muskelverletzungen. Und dann haben wir Protokolle. Was sind genau die Strategien, die wir nutzen zur Prävention, zum Management
und zur Zurückführung bei diesen Situationen. In Zusammenarbeit mit der Medizin, in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, die Dinge da rausgezogen. Hier eine kleine Anekdote daraus. Wir haben herausgefunden, dass wir das falsche Desinfektionsmittel benutzen. Ich weiß nicht, ob es bei euren Teams genauso ist. Im Eishockey ist zum Beispiel der Norovirus, eine Magen-Darm-Infektion, wo quasi die Hälfte des Teams auf dem Pott verschwinden muss für ein paar Tage. Den haben wir überhaupt gar nicht adäquat behandeln können, weil wir alkoholbasierte Desinfektionsmittel benutzt haben, die gegen Norovirus ziemlich ineffektiv sind. Und solche kleinen Details haben wir einfach zusammengefasst, dass wir die gleichen Fehler nicht nochmal machen. Dass wir Fehler einmal machen, aber nicht ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal. Wer von euch den Film Moneyball gesehen hat und dachte, es geht in dem Film um Daten, da geht es nicht um Daten, da geht es darum um Kommunikation in diesem Film. Kommunikation zwischen Leuten aus unterschiedlichen Welten. Ja, einmal hast du einen Baseball-Coach, der aus der intuitiven, das meine ich positiv, intuitiven, mehr Chaos geprägten, flexiblen Welt des Baseballs kommt, das Gefühl für den Sport hat. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der aus der puren Struktur kommt. Sagt, okay, hier, Ratio, so geht das, tick, tick, das ist die Seite hier. Die Daten dazwischen waren nur die Möglichkeit, dass sie miteinander reden konnten. Das ist die Essenz des Films. Es gab zu Zeiten der Industrialisierung in England eine große Textilfabrik. Und bei dieser Textilfabrik, die war davon abhängig, dass die Dampfmaschine am Zentrum dieser Textilfabrik funktioniert und den ganzen Laden am Laufen gehalten hat. Das war alles für diese Fabrik. Der Fabrikinhaber, der jeden Tag zigtausend Pfund Umsatz gemacht hat, war davon abhängig, dass das Ding funktioniert. Eines Tages ist die Dampfmaschine kaputt gegangen. Also ruft der Textilfabriktyp den Experten für Dampfmaschinen an. Sagt, hey, shit. Die Dampfmaschine ist ausgefallen, komm bitte so schnell und löst dieses Problem für mich. Er kommt also mit seinem Werkzeuggürtel, kommt an und schleicht um die Dampfmaschine rum. Fühlt, hört, riecht. Und dann bleibt er an irgendeinem Punkt stehen, weil er das Gefühl hat, ja, ich glaube, ja, testet nochmal kurz. Holt seinen kleinen Hammer raus, so richtig klein. Das ist eine Schraube. Haut da dreimal gezielt drauf. 1, 2, 3, bumm, die Dampfmaschine läuft wieder. Der Fabrikbesitzer ist komplett happy und sagt, wow, krass, danke, dass du mir diese Lösung gegeben hast. Wie viel kriegst du? Er sagt, ja, 150 Pfund. Was, 150 Pfund? Du warst nur 5 Minuten hier, hast nur einmal, dreimal mit dem Hammer draufgehauen. Ja, das Hammern hat auch nur 1 Pfund gekostet. Aber das Finden der richtigen Stelle, zu wissen, welches Tool wo, das hat 149 Pfund gekostet. Und das liegt hier, Leute. Das ist unser Key Asset Nummer 1 als Coach. Als ich mit Uwe Krupp bei den Kölner Haien gearbeitet hat, hat er mir das gesagt, Gerrit, am Ende des Tages kommen die wichtigsten Dinge von hier. Viel hier oben kann es Struktur geben, aber als Coach müssen es fühlen. Und das sind die Tools für Struktur und Tools für die Dunkelheit. Danke. Schau, selbst wenn wir jetzt beide reden, das Wichtige ist auch nicht das, was hier ist und auch nicht das, was da ist. Das Wichtige ist, was zwischen uns ist. Das Game zwischen uns, das geht es darum, besser zu machen. Das Schöne hier dran ist, es ist nicht diese Wand und diese Wand und diese Wand und diese Wand, sondern der Raum dazwischen. Und genauso ist es auch bei diesen ganzen Sachen. Ich glaube, das, was zwischen den Zeilen passiert, das, was zwischen den Trainingseinheiten passiert, das, was zwischen den Sätzen, zwischen den Übungen, zwischen Menschen, dieses Game gilt es zu gewinnen und besser zu machen. Egal, welches Spiel ich betrete, ich will dieses Spiel betreten und zum Ziel setzen. Nicht du sollst es gewinnen oder ich. Nein, lass uns beide dafür arbeiten, dieses Spiel besser zu machen. Dass dieses Spiel mehr Spaß macht.